Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Grim Tales Gefährliche Wünsche. Ich glaube sogar zu der letzten, die ich heute Abend aufnehme. Mal sehen. Uns fehlen ja immer noch Skizzenteile. Ja. Uns fehlen immer noch Skizzenteile. Die ich nicht finde. Im Moment, nein, ich habe gerade irgendwie, umso später ich aufnehme, desto mehr irgendwie verrede ich mich. Langsam macht mir das Spiel wieder richtig Spaß, muss man ganz ehrlich gestehen. Das ist mir da wieder so richtig witzig geworden. Ach so, hier hinten sind wir jetzt. Okay, wie sind wir da reingekommen? Mit irgendeinem Portal, ne? Zur Totenkammer. Aha. Achso, dann muss ich vielleicht die restlichen Skizzenteile gar nicht hier in dieser Erinnerung finden. Oder was das auch immer ist. Aha. Da ist Gray. Hey, hast du noch Skizzenteile? Ich brauche noch welche. Weißt du, wir würden ja wahrscheinlich nicht umsonst rauskommen, ne? Also muss ich hier bestimmt auch noch irgendwo Skizzenteile herkriegen. Ich warte, ich bin jetzt einfach mal ganz schlau und rate einfach mal. Was ist das denn jetzt? Klebeband. Wofür denn jetzt Klebeband? Nee, das noch nicht so ganz. Da muss ich auch nichts mehr. Da muss ich immer noch die Nische öffnen. Dreh den Lichtprojektor an. Habe ich. Was sollte ich da oben machen? Drehe den Licht am. Also drehe das Licht am Projektor an. Okay, das kommt noch. Setze die Teile des Planeten zusammen und bringe den mechanischen Schuss zurück. Öffne das Kästchen. Okay. So viel ist es ja echt gerade nicht mehr, was wir noch machen müssen. Aber uns fehlen ja auch immer noch Skizzenteile. Jetzt haben wir Klebeband. Okay. Was soll ich mit Klebeband? Ach so, vielleicht. Ah. Nein. Sicher nicht? Okay, dann nicht. Gut, uns fehlen immer noch Skizzenteile. Notiz. Ich bin der Herr des Waldes und der Sümpfe. Mein Name allein lässt die Menschen erzittern. Ich bin Pholos. Einst war ich überall gefürchtet, doch schon lang hält mich dieser Sumpf gefangen. Nun bot mir dieser Junge die Gelegenheit, erneut zu brechen. Erneut zu herrschen. Er war voller Lebenskraft, nun bin ich es. Ja, das ist ja richtig spannend. Hast du auch irgendwas für mich hier liegen oder war das jetzt einfach gerade alles? Das war alles. Darum geht's hoch. Nur ich kann doch nicht hoch. Das gefällt mir nicht. Notiz. Vielleicht, wenn ich Klebeband da reinleg? Nein. Ich hab's noch nicht erwartet, aber. Ne, wäre ja schon irgendwie witzig gewesen. Er fehlt immer noch der Anker. Woher soll ich den Anker kriegen? Da fehlen mir immer noch so ganz paar Teile. Das ist ja echt unglaublich. Ich will keinen Tipp benutzen. Aber ich glaube, ich muss ihn benutzen. Denn ich sehe hier nichts, was mir sonst noch weiterhelfen könnte. Skizze. Nee. Ich fürchte, ich muss einen Tipp benutzen. Ja, muss ich. Im Totenraum hinter dem Wasserfall befindet sich Totems. Nimm die Teile der Skizze aus dem geöffneten Schild. Warte mal, was?
Ach so. Oh, ich bin auch schlau. Ja, gut, okay, das ist Entschuldigung, dafür entschuldige mich, das habe ich am Anfang nicht gesehen. Ist so, und das war natürlich auch das letzte Teil des gefehlten Info. Setze alle Fragmente der Skizze zusammen. Klicke auf zwei Fragmente, um ihre Position zu vertauschen. Aha. Ja, das war eher falsch. Das kann nicht sein. Doch, kann's. Ist es aber nicht. Haha! Ich sollte die Skizze wieder zusammenkleben. Ah, okay, dafür brauche ich das Klebeband. Dort haben wir die Skizze. Und jetzt. Schade, das wäre auch zu einfach. So, jetzt haben wir eine Skizze. Skizze. Herzlichen Glückwunsch, das ist eine Skizze. Und wofür bringt. Was bringt dir die jetzt? Willst du die Grey geben? Nein, will er nicht. Okay. Es tut mir echt leid. Ich habe vorhin die Anwesenheit eines magischen Kästchens im Haus. Ach klar. Oh. Oh, es ist doch alles auf der Hand, nur ich denke wieder nicht an alles. Alter. Modul. Ernsthaft jetzt? Ist. Geht das da? Ich tippe mal, doch, es geht. Info. Bringe jede Sonne mit der Lichtkugel zum Leuchten. Klicke auf ein Quadrat und ziele mit der Lichtkugel, indem du einen Winkel auswählst. Triff die Lichtkugel auf sie, leuchtet die Sonne auf. Berühre keine Sonne mehr als dreimal. Sonst musst du von vorne beginnen. Scheiß. Gott, das war nicht ganz so toll. Und jetzt wird das immer den gleichen Rhythmus machen. Ja. Und jetzt wird das immer den gleichen Rhythmus machen. Wir sind super. Ach, sind wir super. Gott, das war nicht ganz so schlau. Geht der hier vielleicht? Nein. Es gibt nur einen einzigen Rhythmus. Yeah. I don't know what I'd do without you. I knew you'd get me out of that thing. Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde. Ich wusste, dass du mich hier rausholen würdest. I'm so glad you've returned my husband to us as well. But where's Brandon? Ich bin so froh, dass du mir meinen Mann zurückgebracht hast. Doch wo ist Brandon? I need to see my son. I hope he's okay. Ich muss meinen Sohn sehen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja gut, dann seh du mal schön deinen Sohn. Die Luke lässt das Sonnenlicht herein. Wenn ich sie öffne, wird der Raum mit Licht erfüllt. Ja, den müssen wir auch noch öffnen, nur ich weiß noch nicht wie. Zur Kristallkugel. Zum Haus in der Kristallkugel. Achso, die sind jetzt gesperrt. Öffne geheime Nische. Und so, öffne die Klappe in der Decke, lege die Kugel mit dem Dämon auf das Altar. Okay. Öffne die geheime Nische in der Wand. Öffne das Kästchen. Wir haben Bruce Brandons Zimmer.
da. Is trapped inside his own body. Kiste und ein Möbel. Apfel, Filmspule. Da oben ist der Apfel. Ah, mit dem Schlüssel können wir glaube ich die Kessel. Ja, dann ist eine Krone, die wir suchen. Wo ist die Filmspule? Da. Gerahmtes Bild außerdem noch. Das war's nicht. Aber das war was anderes. Ah, so, da fehlt noch irgendwie. Da haben wir das gerahmte Bild. Schmetterling. Da ist der Schmetterling. Eine Moske. Ein Anker. Ah, da kriegen wir den Anker her. Nur wo ist der? Da ist der Anker. Eine Schaufensterpuppe. Eine Trompete, ein Dartpfeil und eine Tasse. Gut, das ging recht schnell. Das Objekt sieht nützlich aus. Der Anker, damit können wir hier mal eben ganz kurz das Kästchen öffnen. Dadurch kriegen wir den Piraten und... Ach, sehr gut, sehr gut. Ist doch nicht zu glauben, wie gut alles gerade funktioniert. Und da kommt wieder unser Federkiel zum Einsatz. Und willkommen in der nächsten Erinnerung. Fass. Seife. Zum Keller. Okay. Okay, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was wir jetzt gerade hier machen sollen und so, aber es wird schon... Hund. Wohl irgendwas passieren? Was haben wir jetzt? Windmedaillon, okay. Dies muss der Tag sein, von dem mir die Puppe erzählt. Okay. Brandon ist noch nicht vollkommen unter der Kontrolle des Dämons. Ich muss ihm ein Ende setzen und meinen Neffen retten. Noch Kitty, die Katze dafür. Wir kommen nicht weiter zurück. Das heißt, es muss jetzt alles hier sein. Ach so, mit dem Medaillon können wir doch ganz bestimmt, ja. Und da drin ist ein Wimmelbild, genau. Aber weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.